Hi Leute, ich zeige euch heute drei Street-Style-Looks und zwar dreht sich alles um das Sweatshirt und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und zwar sind das ganz besondere Sweatshirts von Marco Polo. Zum 50-jährigen Jubiläum haben die sich nämlich gedacht, wir holen uns mal 12 coole internationale Künstler ins Haus, die das O hier von Marco Polo auf eigene Art und Weise interpretieren sollen. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, da hatte ich natürlich die Qual der Wahl. Konnte mir nicht so recht entscheiden, weil alle Sweater wirklich sehr cool aussehen. Deswegen sind es bei mir dann auch 3 Sweatshirts geworden und ich hoffe, es gefällt euch. Für das erste Outfit habe ich mein Sweater im Layering-Look ganz casual gestylt und dazu einfach ein Oversized-Hemd kombiniert, was auf jeden Fall lang genug ist und ziemlich lässig ausschaut. Und wenn es obenrum ein bisschen weiter ist, dann schadet es nicht, wenn man untenrum auf jeden Fall schmaler wird. Und deswegen habe ich eine Skinny-Jeans an und um das Ganze abzurunden und lässig zu bleiben, ganz einfach Sneaker. Farblich bin ich da ziemlich minimalistisch geblieben, wie ihr sehen könnt. Also ich habe mich da ein bisschen am Sweater orientiert. Der ist ja blau und weiß und diese zwei Farben ziehen sich dann auch durch mein gesamtes Outfit. Ich finde, das ist auf jeden Fall schlicht, sehr reduziert vor allem und passt auf jeden Fall zum Look. Mein zweiter Look ist eher casual chic und da habe ich mich für einen mintfarbenen Sweater entschieden. Ich finde die Farbe, also dieses Pastell ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich muss dazu sagen, seht ihr ja aber auch selber, durch diese zwei Augen ist der Sweater doch etwas verspielt. Keine Ahnung, was sich der Künstler dabei gedacht hat, aber ich finde es sehr, sehr gut. Das hat mich auch inspiriert, das Verspielte in meinem Outfit auszugreifen. Deswegen habe ich einen Rock dazu kombiniert. Ist ein Faltenrock, wirkt auch etwas mädchenhaft und der ist aber sehr auffällig, also schon allein wegen der Farbe und gerade dieses Pastell mit Metallic ist super angesagt. Ein Tipp für euch vielleicht an dieser Stelle, also Silberfarben zum Beispiel harmonieren auch super schön mit Blautönen, weil beides kühl ist. Und damit ich auch den ganzen Tag gemütlich in diesem Outfit unterwegs sein kann, müssen natürlich bequeme Schuhe her und da habe ich mich entschieden für Stiefeletten mit Blockabsatz. Für mein letztes Outfit habe ich mir meinen Lieblingssweater aufgehoben und zwar ist das der Sweater, wo dann die ganzen Künstler drauf vereint sind, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, aus dem Look habe ich dann einen Casual Business Look gemacht, indem ich einfach eine Stoffhose dazu kombiniert habe. Die hat dann nochmal eine Bügelfalte und sitzt auf jeden Fall perfekt, ja, nicht zu weit, auf jeden Fall schön schmal und dazu dann nochmal Schnürer in Lackoptik, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also es ist jetzt insgesamt obenrum sehr lässig und ein bisschen Business, aber immer noch Street-Style tauglich. Also es ist auf jeden Fall ein Outfit, was mir sehr gut gefällt. Mein Lieblingsoutfit übrigens. Das gewisse stylische etwas bekommt der Look, finde ich, auch durch die Netzstrumpfhose. Richtig eingesetzt können die ja sehr gut aussehen. Und wenn ihr dazu noch mehr Tipps haben möchtet oder weitere Kombinationsmöglichkeiten, vor allem, wie stylt man die Dinger denn richtig, dann klickt auf jeden Fall mal in das Video hier. Abonniert auch den Channel und wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dann. Bye, bye.